Ihr habt eine Woche lang bestimmt, welche Videos auf meinem Kanal erscheinen. Und ich fand's nicht so geil. Für all die, denen jetzt komplett der Kontext fehlt, ich habe vor etwa einem guten Monat ein Video hochgeladen, in dem ich meine Zuschauer, in dem Falle euch, hallo liebe Leute, aufgefordert habe, vorzuschlagen, welche Videos sie gerne auf meinem Kanal sehen würden und ich dann sozusagen als 1000 Abonnenten Spezial eine ganze Woche lang nur Videos hochlade, die ihr quasi bestimmt habt. Und Leute haben gegenseitig hochgevotet, welche Videos sie sehen wollen. Und die vergangenen 5 Videos auf meinem Kanal, angefangen bei 50 Gründe, warum 50 Shades of Grey eine gute Filmreihe ist, bis hin zu Jurassic World, ein Meisterwerk, habt alle ihr so in der Art mehr oder weniger mitbestimmt. Und damit will ich jetzt auf der einen Seite, ihr merkt schon, das wird hier so ein bisschen Fazit zu der letzten Woche, nicht sagen, dass eure Ideen grundsätzlich beschissen waren oder dass die Ideen den Kanal nicht besser gemacht haben. Vor allem, weil natürlich auch mindestens 2 bis 3 Videovorschläge, die auch sehr prägnant hochgevotet wurden, halt einfach irgendwie Gags waren. Also ich meine das mit den 50 Shades of Grey, 50 Gründen, dann red in Film zu einem Meisterwerk, den du nicht magst und mit Abstrichen vielleicht auch noch, dass ich Guilty Pleasures nennen soll, waren jetzt halt eher so, haha Marius, guck mal, es ist ein Gag, wir quälen dich jetzt ein bisschen. Und das kam bei mir an, ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wie ich das einordnen soll, dass meine Zuschauer mich offensichtlich leiden sehen wollen. Und ganz ehrlich, ich habe vielleicht auch ein bisschen viel erwartet, weil ich vielleicht ein bisschen zu sehr gedacht habe, dass es wirklich interessante und kreative Vorschläge gibt, aber es war dann eher alles so ein bisschen eben in diese gaggige Richtung oder eben so, ey, kennst du den und den? Ich habe da so und so ein Video gesehen oder mach mal ein Star Wars Video oder irgendwie sowas. Ist okay, ich würde es auch so nicht mehr machen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht adaptiere ich das Format ein bisschen und mach mal irgendwie, was mir jetzt in den Sinn kam, wo ich es ein bisschen spezifischer quasi eingrenzen kann, wo ich sage, ich mach mal eine Woche, in der ich nur Reviews zu Filmen mache, die ihr unbedingt sehen wollt oder so. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob sowas grundsätzlich erwünscht wäre, weil fände ich, glaube ich, ganz gut. Inhaltlich dann noch zu ein paar Videos. Ich war eigentlich mit allen relativ zufrieden. Ich hoffe, ihr jeweils die Sachen vorgeschlagen habt und die dann einfach nur die Videos geguckt haben, waren auch relativ zufrieden. Und was mich dann noch speziell interessiert, ich werde natürlich jetzt logischerweise nie erfahren, warum die deabonniert haben, letztlich deabonniert haben, aber ob Leute auf manche Videos reingefallen sind oder habt ihr immer den Kontext gerafft oder habt ihr tatsächlich da gesessen und gedacht, wow, der Typ findet jetzt Jurassic World tatsächlich plötzlich geil, obwohl er vor 2 Wochen in der Review noch sagte, dass er den Film nicht mag oder er findet tatsächlich 50 Shades of Grey geil. Ich weiß es ja nicht. Könnt ihr mal sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann habe ich noch ein zweites Anliegen, das ich eigentlich in ein separates Video machen wollte, aber das hat sich jetzt gerade so irgendwie zeitlich gut ergeben, dass ich das beides so irgendwie zusammenraffe. Denn es gibt brisante und sehr coole Neuigkeiten. Ich versuche schon seit Ewigkeiten irgendwie einen Podcast aus dem Boden zu stampfen. Das habe ich ja auch hier auf dem Kanal mal versucht und immer wieder versucht, dann neue Leute einzuladen. Aber irgendwann dann kapiert so, irgendwie, es wäre schon geiler, mit einem festen Partner irgendwie regelmäßig Podcasts zu machen, anstatt das auch hier auf YouTube zu veröffentlichen. Und es ist jetzt soweit. Mir wurde vom Himmel ein Engel geschickt namens Benny. So einfach kann es manchmal sein. Mein Filmosophie-Partner, der hier auf dem Kanal auch sehr präsent ist, hat mir irgendwann mal gesagt, dass er tatsächlich Bock hat, einen Podcast zu machen. Und dann haben wir gesagt so, oh, why not? Und das Ergebnis könnt ihr jetzt selber hören. Ich habe schon auf Twitter ein bisschen Promo gemacht und auch hier in den Kommentaren schon vor ein paar Videos mal was geschrieben. Aber ich schätze, es haben bei weitem noch nicht alle Leute mitbekommen und bei weitem auch noch nicht alle Leute mitbekommen, die Interesse dran haben, sich das anzuhören. Und deswegen, ich habe einen Podcast mit Benny, der nennt sich Rücksichtslos gewitzt und es geht um Film, Fernsehen, Medien und alles, was so damit zu tun hat. In der ersten Folge, die schon draußen ist und die ihr schon hören könnt, geht es zum Beispiel um die WM, um die Fußballberichterstattung so ein bisschen. Ich hatte noch es ist jetzt schon sehr drastisch formuliert, meinen ersten YouTube-Beef, über den ich ein bisschen rede. Und wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann könnt ihr gerne in den Podcast reinhören. Und an der Stelle verabschiede ich mich jetzt aus diesem Video. Allerdings werde ich noch die ersten 5 bis 10 Minuten der ersten Folge unseres Podcastes
ans Ende dieses Videos hängen, damit ihr vielleicht noch ein bisschen reinhören könnt. Uns gibt's auf iTunes und Soundcloud und vielleicht erweitern wir diese Palette noch in den nächsten Wochen. Dafür könnt ihr gerne dem Twitter-Account des Podcasts folgen, gewitzt-podcast auf Twitter. All das in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar, den ich irgendwie anpinne. Jetzt viel Spaß mit den paar Minuten Podcast. Schaut vorbei, hinterlasst mir einen Daumen hoch und hinterlasst dem Podcast doch ein Follow auf Soundcloud oder eine sehr gute Bewertung natürlich nur auf iTunes. Das würde uns sehr helfen, das würde uns sehr freuen und hört natürlich den Podcast, weil das macht Spaß. Auf Wiedersehen und viel Spaß jetzt. Ja, ich habe jetzt tatsächlich konkret gar nichts vorbereitet, aber ich glaube, dass sich das ergeben wird. Also, es ist ja das Schöne, das Datum ist ja auch, muss man jetzt nicht unbedingt genau sagen, aber wir sind ja genau in der Hälfte des Jahres. Deshalb kannst du es auch einfach als genauen Halbjahresrückblick aufbauen. Ist ja kein Thema. Ja, ich habe mir tatsächlich auch schon gedacht, dass vielleicht in der nächsten Folge ein ganz gutes Thema wäre, mit einem Jahresrückblick an Filmen und so einzusteigen dann. Zum Beispiel, ja, das ginge genauso gut, ja. Also deswegen, ja, da gibt es genug Überschneidung oder was heißt Überschneidung, aber genug genau. Anlass nochmal. Ich glaube, wir sind eigentlich schon mittendrin. Ich glaube, der Podcast hat gerade schon angefangen, irgendwie, ehrlich auch gesagt. Und deswegen begrüße ich eigentlich einfach mal gerade ein paar Leute. Weil es gab ja auf die erste Folge schon so ein kleines Feedback, so ein kleines Echo ging schon durch Twitter. Das hast du jetzt nicht so mitbekommen wahrscheinlich. Nee. Und natürlich auch durch iTunes und Soundcloud und noch eine krasse Ankündigung. Wir sind auch auf, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Podtail ist jetzt nicht so eine bekannte Seite, aber das Positive daran ist, dass man die auch irgendwie direkt über den Browser abrufen kann. Und da dachte ich so, okay, wir sind jetzt bei Soundcloud, das kann irgendwie jeder Android-User und so per App nutzen. Genau. Wir sind auf iTunes, da haben wir die Apple-Nutzer und jetzt noch die zu faul sind für alles, die können das dann auch noch über Podtail oder die so Nicht-Smartphone-Besitzer, klar, genau. Also super. Ich habe es ja auch über die Podcast-App, die ich benutze, Podcast-Antenna. Oder Antenna-Podcast, weiß ich gerade gar nicht mehr. Antenna-Podcast, so rum. Und du hast auch Android, ne? Ist Android, genau. Und da konnte ich, Werbung, da konnte ich das dann über diese App auch direkt finden. Es war also super. Und es war ein ganz witziges Gefühl, dann anstelle von fremden Podcasts sozusagen den eigenen zu finden. Ja. Das war wirklich strange, ne? Also es war schon wieder, ich muss sagen, es war so ein kurzes Highlight-Gefühl für mich, definitiv nochmal sowas nach so einem YouTube-Kanal, ja, und sich dann auf YouTube zu finden und so, dann nochmal so bei was ganz anderem, voll krass irgendwie. Ja. Oh. Gut, die ganzen Links dazu, die poste ich dann einfach auch wieder irgendwie auf Twitter und generell, hallo Leute, ihr könnt auf Twitter vorbeigucken, unser Handle ist gewitzt-podcast. Und da updaten wir so ein bisschen. Da posten wir auch, ich hab gestern sogar noch gepostet, so, ja, er soll noch eine Folge am Wochenende oder diese Woche noch kommen. Mhm. Und es gab schon einen krassen Like dafür von Aaron, der auch hier Film-YouTuber ist. Aaron Lichte. Also, ja, genau, danke an der Stelle. Dann hast du nicht seine, du hast doch ihm eine Frage, nee, warst du das? Hast du das, wo die Frage gestellt hat, ihm in dem Video? Nee, ich hab Alex Lazarov die Frage gestellt. Ach, stimmt, genau, richtig. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Okay, ich wollte die erste Folge noch so ein bisschen nutzen, ehrlich gesagt, um überhaupt mal einen Einstieg zu finden. Absolut, ja. Um überhaupt mal so ein bisschen, ich denke, das ist ein ganz gutes, da sind wir jetzt fast schon wieder zu viel beim Film eigentlich, ne? Wenn ich jetzt sage Fish Out of Water. Nee, ist schon. Ist so viel Film wollten wir ja gar nicht, aber es passt schon. Ja, auch. Ja, doch. Es gehört ja dazu. Ja, und einfach mal noch so ein bisschen, keine Ahnung, ich würde sagen, so für den Anfang der Folge auf jeden Fall, was wir für jede Folge brauchen, ist so ein kleiner Themenvorausblick oder irgend sowas, dass wir ganz kurz nur erwähnen, worum geht's heute, damit die Leute natürlich auch gehuckt sind. Klar. Deswegen würde ich einfach mal jetzt sagen, Benni, was hast du heute so ganz grob vorbereitet? Worüber werden wir heute noch im Laufe der Episode reden? Ich denke, wir werden heute im Laufe der Episode auf jeden Fall, übrigens auch natürlich liebe Grüße von meiner Seite an der Stelle, auf jeden Fall über den wundervollen Herrn Fußball sprechen, der doch ja jetzt hier breit sich in unserem Land wahrscheinlich jetzt nicht mehr breit gemacht hat, so rum muss man es ja sagen. Ansonsten werden wahrscheinlich wieder so ein, zwei kleine Themen eingestreut werden über den Verlauf und ansonsten bin ich ehrlich gesagt eher gespannt darauf, was du hast, weil ich relativ wenig vorbereitet habe für den Anfang. Ja, ich habe auch noch was wirklich krass vorbereitet, und zwar habe ich vorbereitet, dass ich mein
ich glaube, so ein bisschen meinen ersten YouTube-Beef hatte. Oh! Und ich mir, glaube ich, bei einem relativ bekannten und großen YouTuber ein bisschen verscherzt habe. Okay. Aber ich weiß es auch noch nicht genau. Das gilt es natürlich dann heute in der Folge aufzudröseln. Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, auch erst später dazu. Okay. Weil es ist jetzt natürlich der Mega-Hook, muss man natürlich das sagen. Das ist natürlich also schon. Selbst du bist jetzt mega, ja, ich bin, mega gespannt. Ich bin auch gespannt, das stimmt. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du mir das die ganze Zeit verschwiegen hast. Das kann man ja auch mal an der Stelle erwähnen. Ich habe die ganze Zeit schon zu dir gesagt, ich hätte so gut ein gutes Thema. Da ist was im Argen, wo man genau. So ein bisschen drüber reden kann. Und wir müssen jetzt schon die erste Folge aufnehmen. 2 Wochen ist es dann irgendwie doch schon wieder verjährt und so. Obwohl es jetzt auch ganz gut ist, dass es ein paar Tage vergangen ist, dass ich ein bisschen mehr zurücktreten die kann. Die richtige Distanz, Sache. Ganz genau. Ja, ja. Und dazu habe ich so quasi als Thema noch so ein bisschen halt dieses Ganze. Ja, aber was machen wir hier eigentlich so? Und wie baut sich das? Ich finde, das war jetzt, also es mit den Teasern, das hat jetzt schon gut funktioniert. Die Leute sind schon völlig on fire, ich merke es. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ja. Du hast ja, also sorry, du hast ja, du mit deinem Filmosophieren da, die intellektuellen Sachen machen und dann hier mit den Mainstream-Medien jetzt gehen und sagen, ja, ich weiß nicht, ob das beim Podcasten so funktioniert, ist ja auch, ey, Doppelmoral at its best. Was soll ich sagen? Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, dass wir zwar rücksichtslos gewitzt heißen, aber jetzt hier niemand von uns einen Comedy-Podcast erwarten soll, wenn dann überhaupt so Klassenclown 6. Klasse. Glaube ich. So, ich glaube, das wird das Niveau an Witzen. Also ich halte mir selbst den Bauch sehr wenig wahrscheinlich während des Podcasts und die Zuhörer. Das war ja jetzt richtig auch die ganzen Leute benennen. Ist ja nicht mehr Zuschauer nur, genau. Ist auch eine Umstellung. Und ich würde auch sagen, wir machen auf jeden Fall ein großes Geheimnis drum, das nie aufgelöst wird, woher der Podcast-Name kommt. Absolut. Wie ich gepusht habe. Ja, ja. In welche Richtung diese.